Und meine Freunde, damit herzlich willkommen direkt zur nächsten Battlegrounds Runde für den PvP Donnerstag. Ja! Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wir spielen jetzt eine Runde auf den Zwillingsgipfeln. Zwillingsgipfeln. Mal gucken, ob wir hier genauso cool wieder vorankommen. Wir haben einen Tank dabei, wir haben drei Heiler dabei. Mein Gott. Einmal das Fenster schließen. Ein Tank, drei Heiler. Und das ist auf jeden Fall nice. Würde ich behaupten. Behaupten böse Zungen, dass das sehr gut ist. Wer unsere Gegner sind, wissen wir noch nicht. Mal gucken, ob wir hier wieder genauso gut abschlagen wie in der letzten Runde. Wir haben noch eine Kiste. Und Artefakt Power in doppelter Ausführung für unsere Waffe. Hauen wir gleich mal rein. So haben wir es getan. Da muss ich auch mal wieder auf. Da muss ich mal wieder sortieren ein bisschen. Jo, chill mal dein Leben, Teufelsaurier. Was geht bei dir? So, Teufelsaurier. Wenn ihr Bock habt, hier, den. Den gibt es in... Na, wo war es? In Okrimar, glaube ich, war der. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der war in Okrimar. Der Teufelsaurier. Saurier. Müsst ihr mal schauen. Okrimar, Okrimar, Okrimar. Oh ja, endlich wieder WoW. Ich freue mich echt tierisch. Ich habe mich so... Ich weiß nicht, WoW ist ein... Ich liebe dieses Spiel. Ich mache gerne mal einfach Pausen zwischendurch, weil ich einfach mal auch andere Dinge spielen muss. Aber ich komme immer wieder sehr, sehr gerne zurück zu World of Warcraft. Das ist schon echt irgendwie eine Krankheit. Ich müsste WoW heiraten. Ja. So. Kurz gehustet, Mikro vergessen zu muten. Egal, wir haben einen Healer, wir haben Ausländer, das heißt also, wir haben Engländer. Wir haben Ausländer, das heißt, wir haben Engländer. Wir haben die Brexit-Leute. Und ich habe immer noch keinen Kleiter. Hätten wir einen Kleiter, dann könnten wir da mal ganz dezent hinkleiten schon. Und hätten da einen kleinen Vorteil, weil wir schnell vorankommen würden. Hm, ist ein bisschen doof, habe ich nicht. Schieß drauf. So. Wir sind Schurke. Die versuchen natürlich, alles Mögliche. Das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr jetzt schon Heldentum zieht, ey. Ja, seid doch echt Spasten. Kämpft doch mit ihm. Ach Mensch. Kämpfen wir mit ihm? Okay. Wir kämpfen mit ihm. So, dann hauen wir mal dem letzten Schamanen ein paar ins Gesicht. Mit dem Riesensaurier, der mir die Arteries auf den Sack geht daneben dran, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin ich hier im Zoo oder was? Saurier, was geht bei dir? Was geht bei dir? So, Schamane ist down. First Blood. Wir gehen in Verstohlenheit auf jeden Fall. First Blood, vor allem. First Blood. Das ist ein Firstes Blood. So, wer hat die Fackel? Die Fackel. Alter, was ist mit mir los heute? Die Flagge. Nimm sie, Pala. Wer nimmt Flagge? Ja, ich nicht. Ach Leute, wisst ihr, das ist wieder ein sehr interessantes Gespräch im Chat hier gerade. Wer nimmt Flagge? Ich hoffe, unser Tank, schreibt der andere. Ja, super. Warum nimmt sie nicht einfach mal jemand? Ihr? Ich nehme sie nicht. Ich bin Schurki. Ich könnte sie nehmen, ganz klar, aber es wäre nicht so gut, wenn ich sie nehme. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn es der Palla genommen hätte. Da hat schließlich Blatte, der Vollidiot. Kommen schon wieder die übelsten Beleidigungen raus hier. Seht ihr? Das ist das. Dieses Spiel macht mich aggressiv. Dieses Spiel macht mich so aggressiv. Nein, macht's natürlich nicht. Aber manche, da muss man sich dreimal überlegen. Ist das schlau oder ist das einfach nur, keine Ahnung, was? Ach ja. Hallo Schurke. Kollegen Schurke. Ich kann dich auch kurz einschlafen lassen. So ist es nicht, ne? Schurke hatte wohl nicht so viel Bock. Da kommt noch ein Schurke. Ich habe ihn gerade schon gesehen. Oder weiß ich irgendwie nicht, wie er laufen soll. Ist das ein Bot oder was?
Das ist zu weit entfernt. Wow. Der macht uns fertig. Der macht uns fertig. Der Bot macht uns fertig. Jawohl, geil. So, wir reiten. Ach, wir reiten einfach, genau. Hör mich einfach wieder hoch. So, ich habe leider nichts mehr, um in Stealth zu gehen. Oh, jetzt hat er nach abgelassen an uns. Von uns? An uns. Lol. Was bist denn du für ein Schurke? Das war ein Bot. Das war ein Bot. Also so wie der am Anfang gelaufen ist, würde ich echt fast sagen, es war ein Bot. Erstmal ein paar Gifte verteilen, ganz, ganz wichtig als Schurke. Ja, wir sind betäubt. Ganz klar. Warum auch nicht? Da kommt der nächste Schurke mit hinzu. Wir sind schon wieder. Alter, wie viel Stille und so ein Scheißdreck gibt's denn? Wollten sie das nicht rausnehmen aus den PGs? Alter! Das ist ja Wahnsinn. Wollten die das nicht rausnehmen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe da was gelesen, dass sie es rausnehmen wollten. Oder zumindest etwas eingrenzen wollten. Das hatte hier aber nicht wirklich was mit Eingrenzung zu tun. Und jetzt geht's wieder. Hallo? Achso. Haben sie die Flagge gesaved? Nee, haben sie nicht. Okay, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Wow! Wow! So, wie schaut's? So, jetzt gucken wir mal auf die Karte, wie es aussieht. Das sind ein paar, die versuchen, die Flagge zu holen. Das Problem ist natürlich, das wird so nix. 7 Stacks. 7 Stacks, was? Ach, Equin-Type, halt die Fresse. Alter. Equin-Type. Ah! Aggro! Heute ist eine Folge der harten Aussagen. Heute ist eine Folge der harten Aussagen, genau. Aussagen. Ah, Gott. Die dürfen zu siebt. Es geht nicht. Die dürfen zu siebt. Das ist natürlich nicht so fein. Hallo. Tschüss. Ich geh mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Jetzt haben sie echt die Flagge da hinten losgelassen? Alter, wollt ihr mir das erzählen? Das ist doch nicht euer Ernst. Euer Die stehen hier mit fast der ganzen Mannschaft und die hinten lassen sie... Dich. Oh my fucking... Gott, ich kann da nicht rangehen. Irgendwas passt da bei deiner Errechnung nicht. Komisch, dass hier vorne 7 Leute sind, wenn die hinten mit 7 deffen. Jo, genau das denke ich mir auch gerade, wenn hier alle stehen. Ich kann die Flagge nicht nehmen. Also, ich kann sie schon nehmen, so ist es nicht. Aber ich nehme sie nicht alleine, weil hier ist einer. Den kann ich stealthen. Stealthen. Stun. Ach, guck mal da.
Hatte Palla. So, wir haben auf den Palla gewartet. Und da ist natürlich noch ein Schurke hier. Na, hallo, mein schurkischer Freund. Ich vergesse immer meine Fiolenkacke zu nehmen. Kriegen wir den Schurken wenigstens noch, dann hat's der Palla einfacher. Nein, nein, nein! Hat den Mantel der Schatten an. Nein. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Da hat jetzt ein Dritter die Gunst der Chance genutzt. Ja. Hinten war ein DK-Monk, der Worry mit der Flagge. Alles gut. So. Ah, und wir gehen wieder runter. Wir gehen natürlich wieder hin. Ist ein bisschen ruhig. Vielleicht sollte ich ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen oder so. Ich weiß nicht, wenn es gerade nichts zu tun gibt oder so. Vielleicht. Also Damen und Herren, vielleicht sollten wir ein wenig Musik haben. Was halten Sie davon? Durch ein zwergischer Charmi. Ich gehe in Stealth. Geh, Junge. Geh. Lauf, 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 lauf. Ich mach selber Musik. Boom, shakalakalaka, boom, shakala. Nein, das lassen wir lieber. So, Obi, wo seid ihr denn? Wo seid ihr, meine Freunde? Blue flag taken? What? Yes. Rein damit. Yes. So. Das sind Ehrentalente verfügbar. Was? Ehrentalente? Eure Fähigkeiten vergiften belegt Ziele mit dem Effekt schleichenden Gift im Verlauf. Cool. Achso, nur in einem Ruhebereich. Hi. Hallo. Bleib mal da stehen. Ich möchte mal mit dir reden. Oh. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Alter, echt? Warum seid ihr solche Idioten? Oh Gott, was ist denn hier heute los? Ich kann doch nicht die Flagge alleine lassen. Mein Leben. Meine Damen und Herren, die folgende Sendung verschieben sich um mehrere Stunden. Warum lässt man seine Flagge alleine, ungedefft? Das ist wie im letzten BG, ja? Wie im letzten BG. Und zwar so gesehen im gestrigen BG. Wie dort, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, da mit den Stellen und so, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon, ihr wisst, was ich meine. Dasselbe Prinzip. Ich kann doch nicht meine Flagge ungedefft lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da will ein Schurke abhauen. Und dann rennen sie hier mit allen Mann durch und versuchen dann irgendwie noch was hinzukriegen, wisst ihr? Nicht mehr normal, Leute. Es ist echt nicht mehr normal. Wir verteilen Gifte. Komm. Gifte, 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 Gifte. Au. Du hörst auf damit. Jetzt legst du dich mal hin. Aufhören, habe ich gesagt. Ja, es geht dann natürlich in... So. Der ist auch weg. So, jetzt aber schnell hin. Was willst du mit deinem Totem? Willst du mich verarschen? Oh, hier. Oh ja, hast du mich zum Frosch gemacht. Geil.
So. Wir versuchen hier hinten mitzuarbeiten, so gut wir können. Und vor allem muss der Schamane weg. Der ist ganz, ganz übel. Der muss weg. Oh, nein, 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 nein. Lass mich raus, lass mich raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schamane muss fallen. Der muss fallen. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht mehr. Jetzt wird's hier hinten. Heftig. So, hier. Zack. Der DK weg. Der DK hat Schild an. Den können wir nichts mehr antun. Da ist noch ein Schamane. Alter, was eine Action hier hinten. Oh Gott, 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 oh Gott. Was eine Action jetzt. So, und jetzt brauchen wir natürlich die Flagge. Guck mal da oben, da wartet schon wieder ein Schurke. Den holen wir uns. Der weiß, dass wir kommen, garantiert. Hi. Geht er hin? Wo geht er hin? Gleicht das sich an? Ich weiß es nicht. Das Makro funktioniert also noch. Also nicht wundern, dass was ihr jetzt hört. Ja, bin ich. Ist kein Geigerzähler. So. Lassen wir den mal. Wie schaut's aus? Flaggentechnisch. Ah, es ist eh vorbei. Verbleibende Strichen Zeit. 0-0. Wir haben gewonnen. Sei geil. Sei geil. Cool, wir haben gewonnen. Auf jeden Fall. Trotzdem, ich find's nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Freunde, bei dieser wunderbaren, geilen PvP-Runde. Ich entschuldige mich für meine Ausdrucksweise vielleicht bei manchen Dingen. Mir leid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Nightcross. Ciao.